Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 12. September. Und es soll alles Fleisch erfahren, dass ich, der Herr, mein Schwert habe aus der Scheide gezogen, und es soll nicht wieder eingesteckt werden. Hesekiel 21, Vers 10. Ein schreckliches Wort, und man wird erst recht bestürzt, wenn man sich klar macht. Hier äußert nicht ein fanatischer Prophet seine Meinung über Gott. Nein, hier redet Gott selbst. Ich, der Herr. Dies Wort spricht von der Unerbittlichkeit Gottes. Ja, er ist ein unerbittlicher Feind aller fleischlichen Art. Mit Fleisch bezeichnet die Bibel das natürliche, ungebrochene Wesen des Menschen. Diese fleischliche Art kann in vielen Formen auftreten. In grober Sündenknechtschaft und wilder Triebhaftigkeit, ebenso wie in kultivierter Selbstgerechtigkeit und heimlichen Hochmut. Sie tritt auf in der alltäglichen Art, bei der man sich sein Ich in den Mittelpunkt stellt und seinen Launen freien Lauf lässt. Sie tritt auf in kalter Lieblosigkeit, ebenso wie in Wohltätigkeit, die nur die eigene Ehre sucht. Und all das kann sogar sehr christlich verbrämt und verziert sein. Wie wir auch sein, von Natur sind wir fleischlich gesinnt. Der Römerbrief sagt, fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Gott ist ein unerbittlicher Feind der natürlichen Art. Er will sie töten, sagt unser Textwort. Wenn wir Gott gehören wollen, müssen auch wir sie töten wollen. Wollen wir das? Die Bibel zeigt den Weg. Man gibt sich mit Jesus an das Kreuz. Man gibt sich selbst mit ihm in den Tod und lässt sich vom Heiligen Geist zu einem neuen Leben leiten. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Liebe, zieh uns in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.